Thank you.
wie haben wir das hier gemacht? Los, Leute, einpacken! Los, einpacken, Leute! Los, mal sehen, was wir da haben. Eine der leichtesten Übungen. Mal sehen, was wir da haben. Gold! Frisches Gold! Wir sind frei! Guten Morgen, Herrschaften. Wir möchten ein Darlehen haben. Und so viel wir wissen, bist du der Einzige, der es uns geben kann. Wir möchten allerdings keine Zinsen bezahlen. Aber ich bin kein Geldverleiher. Ich bin nur Notar. Tut mir leid. Dann müssen wir uns wohl getäuscht haben. Aber mit leeren Händen werden wir nicht gehen. Ich bin Notar. Ich habe kein Geld zu verleihen. Ihr müsst euch an einen anderen wenden. Was du nicht sagst. Ich habe kein Geld. Also gut, dann müssen wir uns selbst bedienen. So viel Mut hätte ich dir gar nicht zugetraut. Sesam, öffne dich. Na, aber letzte, mein Geld, was? Da sind sie rausgekommen! Ihr verdammten Schweine! Wir können uns das nicht länger gefallen lassen. Wenn uns das Militär nicht gegen diese Banditen hilft, müssen wir das Problem eben selbst lösen. Das Problem wäre schon längst gelöst, wenn der Sheriff seine Arbeit richtig tun würde. Ich tue mein Möglichstes und ich habe mir nichts vorzuwerfen, aber hier ist etwas faul. Alle Goldlieferungen an uns werden regelmäßig überfallen. Es ist so, als ob jemand von uns die Navajeros über die Lieferungen informieren würde. Herr Bürgermeister, wie soll ich meinen Job richtig machen, wenn wir unter uns einen Verräter haben? Ich kann nicht noch weitere Menschenleben riskieren. Vergessen Sie nicht, dass ich in letzter Zeit bereits zwei Hilfs-Sheriffs verloren habe. Sheriff, Sie werden dafür bezahlt, dem Gesetz Respekt zu verschaffen. Das Risiko dafür ist im Preis inbegriffen. Sie haben gut reden, aber... Aber meine Herren, ich bitte Sie, was wir brauchen, ist ein Kopfgeldjäger, der ein für alle Mal aufräumt. Es ist ganz einfach. Wir müssen nur das Kopfgeld auf den Steckbriefen erhöhen. Ich bin ganz sicher, dass wir dann jemanden finden, der die Sache für uns erledigen wird. Nein, ich bin dagegen. Wir haben das Recht, dass wir beschützt werden. Weshalb sollen wir dafür noch extra bezahlen? Das ist wahr. Meine Beerdigung ist... Dafür bezahlen wir schließlich Steuern. Das ist ein Aber meine Herren, ich bitte Sie. Ich möchte ist Ihnen doch wahr, wofür haben wir einen Sheriff? Ja. Mir scheint es vernünftiger, sich an die Justiz zu wenden. Deshalb werde ich nach Dallas telegrafieren und einen Distrikt-Sheriff anfordern. Ja, sehr gut. Wir können es versuchen.
Amt! Hallo, Amico. Hallo, Sancho. Wie geht's? Was verschafft uns die Ehre deines Besuches? Irgendwelche Probleme? Der Distriktsheriff wird uns bald seine Aufwartung machen. Keine Sorge, der ist schon so gut wie tot und begraben. Pedro macht es schon. Das ist nicht der erste Sheriff, den er erledigt. Wenn er nicht trifft, müssen wir unsere Geschäftsbeziehungen für eine Weile abbrechen. Niemals vorbei. Hey, er kommt! Vamos! Wohin des Wegs, Doktor? Ich bin kein Arzt. Ich bin Distriktsheriff und muss nach Trinidad. Schreckliches Klima in Trinidad. Besonders für ältere Menschen, Sheriff. Ich muss vor Sonnenuntergang dort sein. Nimm deine schmutzigen Finger da weg! Aber nicht doch, Ryan! Lass den Sheriff in Ruhe. Vielen Dank. Ich muss jetzt weiter. Gute Reise! Du bist dran, Ryan! Sie tut's nicht mehr! Genau wie ihr Besitzer! Du, den kann man nicht mehr aufziehen! Ach, vamos! Den Sheriff! Los! Wir verschwinden! Andiamo! Mach's gut, Sheriff! Auf bald! Lasst mich los, ihr Schweine! Hier, nimm das Seil. Wenn du willst, dass deine Söhne am Leben bleiben, überschreibst du uns deinen Grundbesitz. Wenn ihr uns versprecht, dass ihr uns am Leben lasst. Versprochen. Gut, dann unterschreibe ich. Bringt mir die Urkunde und was zum Schreiben. Hier, Boss. Los, wir verschwinden! Andiamo! Sie kommt zurück! Hallo, Amigo! Besuchst du uns auch mal wieder?
was sagst du nun? War kein schlechtes Feuerwerk gestern in der Stadt, hä? Ja, das kannst du wohl sagen, Sancho. Ich hoffe nur, dass die Leute jetzt endlich Ruhe geben. Läuft doch alles wie geschmiert. Trinidad gehört uns und aus deinem Saloon machen wir eine Goldgrube. Du meinst also, wir hätten einen guten Eindruck hinterlassen, was? Er ist so gut, dass man sogar euer Kopfgeld erhöht hat. Auf 10.000 Dollar für jeden von euch. Ein hübsches Sümmchen. Ah, da kann man direkt stolz werden, meinst du nicht auch, Pizarro? Ja schon, aber ihr müsst aufpassen, dass sich nicht ein Kopfgeldjäger in euren Arsch hängt. Naja, 20.000 Dollar sind kein Pappenstiel. Was meinst du dazu, Bruderherz? Wer sich traut, holt sich 20.000 Kugeln in den Arsch. Reitest du heute noch ja, zurück? Sobald mein Pferd ausgeruht ist. Gut, dann leg schon mal ein Fässchen Whisky für unseren nächsten Besuch bereit. Wir müssen uns mal wieder zuschütten. Klar. Und nach den Festivitäten werden wir die Telegrafenverbindung lahmlegen. Sehr gut. Die Navareros kommen! Los, alle auf eure Plätze! Diesmal werden wir sie empfangen, wie es sich gehört! Los, springt die Frauen und Kinder weg! Wir sind Schweinen! Jawohl, diesmal machen wir sie fertig! Wo habt ihr euch versteckt, ihr Feiglinge? Kommt auf die Haus! Uns nichts vormachen, aber wir sind von der Außenwelt völlig abgeschnitten. Auch wenn wir heute einen kleinen Sieg errungen haben, heißt das gar nichts. Sie haben keinen Anteil an diesem Sieg, Sheriff. Während die anderen kämpften, hatten Sie sich Gott weiß wo versteckt. Bitte, meine Herren, beruhigen Sie sich. Wir müssen eine Lösung finden. Auch ja, die Regierung ist kein Verlass. Sie haben ja gesehen, wen Sie uns geschickt haben, einen alten Mann, um eine Mörderbande zu bekämpfen. Mein Gott, wir brauchen einen professionellen Killer. Einen Kopfgeldjäger. Wir brauchen Ellen Boyd. Oh Mann, das ist der einzige Ausweg. Ich bin auch dafür, dass wir den Kopfgeldjäger so schnell wie möglich herholen. Gut, wenn alle einverstanden sind, dann lassen wir ihn holen. Naja. Also gut, aber es muss jemand losreiten, der keinerlei Verdacht erregt bei diesen Banditen. Warum schicken wir nicht den Sohn von Sam? Richtig. Die Banditen werden niemals Verdacht schöpfen, dass wir einen Jungen damit beauftragen. Was meint ihr? Einverstanden. Also gut. Abgemacht. Was ist denn plötzlich in die gefahren? Diese Hurensöhne. Wir haben immer noch nicht begriffen, wer hier das sagen hat. Der Sohn von Sam Jones reitet los und holt einen Kopfgeldjäger. Er darf sein Ziel auf keinen Fall erreichen. Er wird es nicht erreichen. Dafür garantiere ich. Dann gehen wir in die Stadt zurück und werden diesen verdammten Bastarden zeigen, wer hier wirklich das Sagen hat. Bravo. Seid ihr einverstanden? Ja. 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 Okay.
Gut, dann ist es beschlossen. Vamos. Vamos. Viel Glück, Jeffrey. Sei vorsichtig. Keine Sorge, Papa. Morgen Abend bin ich wieder zurück. Mein Pferd ist das schnellste im Dorf. Mich hält keiner auf. Ja. Mach's gut. Gott sei mit dir. Bis bald. Bis bald, Papa. Gute Reise, Jeffrey. Unsere Entscheidung war falsch. Der Tod des Jungen wäre wirklich nicht nötig gewesen. Der Sheriff hat recht. Wir haben einen Verräter in unseren Reihen. Aber wenn das so ist, können wir nichts gegen diese Banditen tun. Wir müssen uns mit ihren Gewalttaten abfinden. Nein. Ich werde losraten und den Kopfgeldjäger selbst hierher bringen. Ich hoffe, dass Sie sich darüber im Klaren sind, welcher Gefahr Sie sich dabei aussetzen. Natürlich. Ich möchte Ihnen danken. Und für die Verhandlungen gebe ich Ihnen völlig freie Hand. Ich danke Ihnen. Also gut. Wo waren wir stehen geblieben? Sie sagten mir gerade, dass Sie sehr teuer sind. Tja, wie alle, die gut sind. Ja, ich weiß. Das ist überhaupt kein Problem. Wir sind bereit, jede Summe zu zahlen, wenn Sie uns helfen können. Tja, die Nachfrage bestimmt das Angebot. Mein Preis liegt bei 20.000 für die Erteilung des Auftrages, 2.000 für jeden Toten, zuzüglich der ausgesetzten Belohnung. Entscheiden Sie sich. Ach, noch was. Drei Tote werden im Voraus bezahlt. Als eine Art Garantie. Abgemacht. Hier ist das Geld. Was ist denn das hier? Das ist eine alte Armbrust. Aber tödlicher als eine Winchester. Auch treffsicher? Ich zeig's Ihnen. Nun, überzeugt? Also gut. Bis bald. Wir sehen uns in Trinidad. Okay. Thank you.
Nun steh schon auf, Willy. Ich frage mich immer wieder, woher ein Mann mit deinem Beruf so viel Humor nimmt. Wer weiß. Vielleicht, weil seit einiger Zeit meine Geschäfte so gut laufen. Und ich gehört habe, dass sie bald noch besser werden. In absehbarer Zeit. Wie kommst du darauf? Dein Hiersein garantiert dafür. Ich tue mein Bestes. Willy, mein Freund. Wer informiert die Navajeros über die Vorgänge in der Stadt? Tja, also ich würde hier für keinen die Hand ins Feuer legen, aber für einen gewissen Pizarro würde ich nicht mal den kleinen Finger riskieren. Ihm gehört der Saloon und die halbe Stadt. Und wenn du mich fragst, wer könnte es sein? Aber sei vorsichtig, der ist sehr gefährlich. Tja, Willy, das ist wirklich schön, was du da gemacht hast. Du hast viel dazugelernt, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. An deiner Stelle würde ich noch einige bauen. Ich glaube, du wirst bald viele Kunden bekommen. Darf ich dir einen Rat geben? Pass auf, diese Leute sind skrupellos. Sie gehen nie allein. Immer in Rudeln, wie die Wölfe, und sie vernichten jeden, der sich ihnen in den Weg stellt. Glaub mir, du bist wirklich der Letzte, für den ich einen Sarg bauen möchte. Obwohl ich sicher bin, dass es ein Meisterwerk werden würde. Tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss, aber derjenige, der meinen Sarg zu bauen hat, muss erst geboren werden. Adios. Adios, Boyd. Gute Geschäfte. Da kannst du dich drauf verlassen. Wenn du mich wie eine Gefangene behandelst, kannst du trotzdem klopfen. Dir gehört der Saloon, aber nicht ich. Meine Gefangene. Du weißt doch, dass ich dich liebe. Verrät, wo er sein Gold versteckt hat, dann müssen wir beide eben heiraten. Du bist ein gemeiner Mörder, eiskalt und skrupellos. Allein der Gedanke daran lässt mich erschaudern. Du bekommst weder mich noch das Gold. Ich bekomme alles, was ich will. Ein Glas Milch, bitte. Sagtest du Milch? Ja, Milch. Sofort. Hey, Kleiner, wieso bist du alleine hierher gekommen? Du weißt, Kinder dürfen nur in den Salon in Begleitung von Mama. Schluck's runter, Fremder. Setz dich hierher. Okay. Komm, wir spielen Karten. Gerne. Das ist wirklich eine schöne Stadt hier. Ich glaube, ich werde eine Weile hier bleiben. Ich habe es gerne, wenn es friedlich und ruhig ist. Und so einen friedlichen Ort findet man selten. Friedlich? Du machst wohl Witze. Es war mal friedlich hier. Aber jetzt lassen wir das. Jetzt ziehen die Leute weg, weil sie die Schnauze voll haben. Und recht haben sie. Wovon haben sie die Schnauze voll? Darf ich es wissen? Von der Gewalttätigkeit einer Bande von Mördern, die die Gegend beherrschen. Und der Skrupellosigkeit eines gewissen Pizarro. Halt deinen Schnabel, du Hure! Ich verbitte dir, so über meinen Boss zu sprechen. Signor Pizarro ist wirklich ein anständiger Mensch. Und jeden, der das Gegenteil behauptet, breche ich sämtliche Knochen im Leib. Das kannst du mir glauben. Du bist ja nur eifersüchtig. Oder stimmt das etwa nicht? Der Boss verdient es, respektiert zu werden. Ja, das tut er. Er weiß sogar, dass Alan Boyd herkommen soll.
Glauben denn diese Idioten allen Ernstes? Er würde vor dem Angst haben? Ich sag euch was. Der kommt hier nicht lebend an. Ein Revolverheld, der sich nicht lache. So wohl. Oh je. Ich geb auf. Wie lange wollen Sie bleiben? Tja, wissen Sie, das kommt ganz auf die Leute von Trinidad an. Ich bin Versicherungsagent und beschäftige mich hauptsächlich mit dem Versichern von Leben. Glauben Sie, dass ich ein gutes Geschäft hier machen kann? Hier ist Ihr Schlüssel. Schlafen Sie gut. Sie haben nicht geantwortet. Hören Sie auf meinen Rat. Reisen Sie gleich morgen früh wieder ab. Schade. Ich hatte hier auf gute Geschäfte gehofft. Hey, Bob, gib mir einen Whisky. Hört mal, heute ist ein neuer Gast angekommen. Er sagt, er sei ein Versicherungsagent und will Lebensversicherungen verkaufen. Macht ihm klar, dass hier nur ein Leben in Gefahr ist. Sein eigenes. Okay, Boss. Kannst du das auch mit Erwachsenen? Ich mache aus dir Hackfleisch!
Das möchte ich mal sehen. Komm her. Komm her, sag ich. Ja? Wir verschwinden. Was ist das? Das ist nur eine Puppe. Er hat euch verarscht, was? Er hat drei von uns erledigt. Bringt ihn um. Aber wo sollen wir ihn suchen? Wir warten hier, bis er zurückkommt. $6,000, Herr Bürgermeister. Ich hoffe, dass Ihr Geldschrank gut gefüllt ist, denn ich werde jetzt noch ein paar Mal hier auftauchen. Ja, natürlich. Ich habe eigentlich für Kopfgeldjäger nichts übrig, aber ich muss zugeben, dass Sie Ihren Job gründlich machen. Vielen Dank. Thank you.
Wenn du weiterhin so stur bist, zwingst du mich, härtere Methoden anzuwenden. Wäre doch schade um dein schönes Gesicht. Ich werde nichts sagen. Erspar dir deine Drohungen. Sieh mal, ich möchte wirklich nicht, dass dir etwas passiert. Es wäre besser für dich, wenn du reden würdest. Wie kann man denn nur so stur sein? Es ist wirklich schade um dich, aber ich gebe dir noch 12 Stunden Zeit, deine Meinung zu ändern. Gib dir keine Mühe! Wie kann man denn mehr am Geld hängen als am eigenen Leben? Du hast 12 Stunden. Dann werden sich die Navajeros ein wenig um deinen hübschen Körper kümmern. Dann wirst du sprechen. Kein einziges Wort werde ich aus mir herausholen lassen. Wart's ab. Auf bald, Schatz. Schade um die Zeit. Hallo Willy, du musst mir eine Auskunft geben. Wer ist der Vater des Mädchens, das Pizarro gefangen hält? Warum willst du das wissen? Willst du ihn um die Hand seiner Tochter bitten? Wenn ich schon aufräume, möchte ich das auch gründlich tun. Ach so, das ist was anderes. Wie viel Särge dürfen es denn sein? Kannst du immer nur ans Geschäft denken, sag mir alles, was du weißt. Der Vater des Mädchens ist der alte Tom Essen. Er war Goldsucher und der muss wohl eine ganze Menge davon gefunden haben. Das ist es jedenfalls, was die Leute in der Stadt hier so reden. Auf alle Fälle ist Tom Essen einer der reichsten Männer in der ganzen Gegend. Du solltest die Ärmel hochkrempeln, es gibt viel zu tun. Des einen Leid ist des anderen Freud. Darüber. Hier ist das. Auf geht's, Puppe. Zieh dich an und komm mit. Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir?
Komm schon! Nein! Lass mich los! Du sollst mich loslassen! Lass mich los! Hilfe! 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 Halt dein Maul! Lasst mich los! Hilfe! Hilfe! Ihr verdammten Schweine! Hilfe! Ihr sollt mich loslassen! Hilfe! Hilfe! Jetzt dein Maul aufmachen! Wo hat dein Vater sein Gold versteckt? Wo? Sag's mir! Ich verliere die Geduld! Er hat dich was gefragt! Antworte ihm! Verdammt, du sollst antworten! Ich gehe jetzt zu deinem Papa! Und denk dran, je länger du schweigst, desto schlimmer wird's für ihn! Ihr versucht es weiter mit ihr. Wenn er müde wird, löst ihn ab. Sollten Sie sprechen, kommt ihr nach. Hasta la vista. Dann wollen wir unsere kleine Unterhaltung mal fortsetzen. Es wird bestimmt nicht langweilig. Meine Argumente sind schlagkräftig. Manuel, fesselt sie. Thank you.
Was ist nun? Wirst du jetzt endlich sprechen? Denk daran, wir haben deine Tochter. Woran hängst du eigentlich mehr? An deinem Gold oder an deiner Tochter? Hör mir jetzt mal gut zu, Alter. Paco beschäftigt dich gerade mit ihr. Und wenn du dich nicht schnell entscheidest, wirst du sie nicht mehr wiedererkennen. Wenn du redest, Alter, dann lassen wir euch sofort frei. Also, was ist nun? Wo ist das Gold? Daneben nicht. Du hast es so gewollt. Bleib, wo du bist. Wirklich schade. Aber warte ab. Dich werde ich auch noch erwischen. Einen Moment noch. Dann werde ich losreiten und Ihre Tochter zurückbringen. Wie kann ich Ihnen danken? Ich mache das nicht aus Menschlichkeit. Für mich ist das ein Beruf wie jeder andere. Ich werde dafür bezahlt. Angebracht wäre eine, sagen wir, Erfolgsprämie, wenn ich darum bitten dürfte. Schließlich trage ich das Risiko. Also, Sie können es auch lassen. Ich bezahle, was Sie wollen. Sagen Sie mir, wer Sie sind. Ich habe Sie noch nie gesehen hier. Wie heißen Sie? Alan Boyd. Und was ist Ihr Beruf? Ich helfe der Justiz. Gegen Bezahlung, versteht sich. Hände hoch und keine Dummheiten. Auf diesen Augenblick habe ich gewartet. Steig herunter. Es ist Zeit zum Sterben.
Ich werde Sie bis zur Kreuzung begleiten. Dann reiten Sie allein zurück nach Trinidad. Ich kümmere mich um Ihre Tochter. Machen Sie, störrischer als ein Esel. Sie lässt sich lieber umbringen. Ach, verdammte Scheiße. Jetzt haben wir nicht mal mehr den Alten. Was? Der Kopfgeldjäger hat ihn befreit. Er hat uns überrascht. Wir konnten nichts dagegen machen, aber ich schwör's dir, ich zahl's ihm heim. Thank you.
bestimmt wieder der verdammte Kopfgeldjäger. Komm mit! Thank you.
verdammten Feiglinge, lauft nicht weg! Habt ihr Angst vor einem einzigen Mann? Wenn ich euch erwische, ich bringe euch um wie räudige Hunde! Kommt raus und kämpft wie richtige Männer! Jetzt hat deine letzte Stunde geschlagen, du verdammter Schakal. Hier ist Ihr Geld, wie abgesprochen. Ich hoffe, dass Sie mit mir zufrieden waren. Ja, das waren wir. Und ich hoffe, die Gegend nun endlich Ruhe herrscht. Nochmals vielen Dank. Tja, sollten Sie mich brauchen, rufen Sie mich. Ich stehe immer zu Ihrer Verfügung. Ihre Tochter ist in der alten Mine eingesperrt. Sie ist gesund. Darf ich Sie jetzt an unsere Abmachung erinnern? Danke. Wer ist Alan Boyd? Was gibt es? Ich komme aus Carson City. Eine Bande von Mexikanern terrorisiert uns. Nur ein Kopfgeldjäger kann uns helfen. Und wie sieht es mit der Bezahlung aus?